Also? Ich weiß nicht wirklich, wovon Sie sprechen. Wären Sie so freundlich, mein Büro zu verlassen? Sie haben meinen Vater auf dem Gewissen. Entschuldigung, das ist lächerlich. Ach so, ja. Und warum sind Sie dann so nervös? Sicherheitsdienst. Ich brauche Sie im Büro sofort. Sagen Sie mir einfach nur die Wahrheit. Die Wahrheit ist, Sie sind ein verwirrter junger Mann, der eine blühende Fantasie hat. Würden Sie ihn freundlich rausbegleiten? Warum? Warum haben Sie meinen Vater umgebracht? Das mit dem freundlich nehme ich zurück. Ich werde beweisen, dass Sie die Mörderin sind. So wie du aussiehst, hat es sich gelohnt. Den Jungen zu schicken war ein Fehler. Und wenn dir irgendetwas an deinem Enkel liegt, pfeif ihn zurück. Sorg dafür, dass er nie wieder auftaucht und behauptet, ich hätte seinen Vater getötet. Und das rate ich dir in deinem eigenen Interesse. Da gibt es aber nur ein Problem. Es ist die Wahrheit. Du hast Tim Sander auf dem Gewissen. Du hast gemordet, und zwar mehrfach. Du hast mich entführt. Mir Drogen untergejubelt und dafür gesorgt, dass ich 10 Jahre unschuldig in Uruguay im Gefängnis saß. Glaubst du, du kommst davon? Glaubst du, du kannst mir 10 Jahre meines Lebens rauben und einem Jungen seinen Vater nehmen, ohne zu bezahlen? Ja. Glaubst du, wir müssen immer jetzt jede Nacht durch die Stadt rollen, damit sie schläft? Wenn's hilft. Also. Dieser Timo Mendes, hat er wirklich was in der Hand gegen dich? Nein, natürlich nicht. Dann sehe ich das Problem nicht. Dann ist er nämlich einfach nur ein junger Mann, der sich mit dem Selbstmord deines Vaters nicht abfinden kann. Punkt. Ach, Sebastian, die können doch Beweise fälschen. Clarissa hat 1000 Verbündete. Ich meine, die schickt ihren eigenen Enkel gegen mich ins Feld. Moment, Moment. Verbündete ins Feld schicken? Wir sind hier nicht im Krieg. Das ist viel schlimmer als Krieg. Du kennst Clarissa nicht, die hört nicht auf, bis ich am Boden bin. Was soll sie dir denn schon groß antun? Du verstehst es nicht. Es geht nicht nur gegen mich, es geht vor allem auch gegen dich und Emma. Ja gut, und was hast du jetzt vor? Willst du sie wegen Verleumdung anzeigen, eine Unterlassungsklage anstreben? Mit solchen Maßnahmen, da bestätigst du nur ihren Verdacht und bringst sie dazu, weiter zu bohren. Das tut sie sowieso! Herrgott, Tanja, warum musstest du diesen Mann auch umbringen? Das habe ich dir bereits gesagt. Er hat mich 3 Jahre lang gefangen gehalten und gequält. Das rechtfertigt aber noch lange keinen Mord. Und Notwehr war das schon mal gar nicht. Kein Gericht dieser Welt wird darauf Rücksicht nehmen. Ich drehe jetzt noch eine Runde. Sebastian, schaff mir den Jungen vom Hals. Erinnerst du dich vielleicht daran, dass du versprochen hast, nicht zu Tanja zu gehen und sie zu bedrohen? Ich hatte gute Gründe, dir nicht zu erzählen, wie dein Vater umgekommen ist. Weil du nämlich ein genauso großer Hitzkopf bist wie er! Also ich verstehe, dass du sie sehen wolltest. Aber was genau hast du dir davon versprochen? Ein paar Antworten. Oder die Wahrheit? Die Wahrheit wirst du von Tanja nie erfahren. Aber von euch doch auch nicht. Ich habe dir alles erzählt, was ich weiß. Und ich rate dir im Guten. Halte dich fern von Tanja! Ihr könnt mich zu überhaupt nichts zwingen. Sebastian. Hallo Arno. Ich bin beruflich hier. Ist dein Enkel da? Timo Mendes? Ja, das... Das bin ich. Ich fordere Sie hiermit auf, die von Ihnen vorgebrachten Unterstellungen gegenüber Tanja von Lahnstein nicht zu wiederholen. Andernfalls werde ich eine Unterlassungsklage einreichen.
Da hat aber jemand mächtig Angst. Immer noch unterwegs? Ja. Ich habe zweimal versucht, Emma hinzulegen. Vergeblich. Sie ist eben gern unterwegs. Können wir nicht irgendjemand einstellen, der das übernimmt? Ich war gerade bei Arno. Dieser Timo Mendez wohnt wohl zurzeit bei ihm. Und ich habe ihm mit einer Unterlassungsklage gedroht. Danke, dass du das für mich getan hast. Für dich und Emma würde ich doch alles tun. Egal, was die Zukunft bringt, ich bin an deiner Seite. Das habe ich dir vor dem Altar versprochen und daran werde ich mich auch halten. Manchmal mag ich deine sentimentale Ader. Sebastian, du bist der einzige Mann, dem ich hier vertraut habe. Ich will, dass du das weißt. Die Frage ist, ob ich dir vertrauen kann. Ja. Dann versprich mir, dass du dich weder von Clarissa noch von sonst irgendwem zu irgendetwas provozieren lässt. Vorher kommst du zu mir. Ich verspreche es dir. Tanja, hast du mein Handy gesehen? Ja schon auf. Oh, so gut habe ich lange nicht mehr geschlafen. Was hat das in deiner Tasche zu suchen? Hey, wozu trägt man denn eine Waffe bei sich? Zum Schutz natürlich. Clarissa ist zurück. Sie will Rache. Und ich werde bestimmt nicht untätig herumsitzen und abwarten, was sie vorhat. Mit solchen Mitteln? Mit allen Mitteln, die nötig sind. Tanja, du bist Mutter, du hast zwei Kinder. Eben. Das heißt, du würdest wirklich damit auf jemanden schießen? Wenn jemand dich, Emma oder Hannes bedroht, ja? Bitte! Du kennst Clarissa nicht und du weißt nicht, wozu sie fähig ist. Ich weiß vor allem nicht, wer du bist. Und wozu du fähig bist. Ach komm schon, Sebastian. Ich hatte nie eine Familie, jedenfalls nicht so wie mit dir. Und wenn sich jemand an dir, Emma oder Hannes, vergreift, dann bin ich zu allem fähig. Und ein Clarissa Schlaus legt sie es nicht drauf an. Und jetzt sei kein Mädchen und leg diese Waffe zurück in meine Tasche. Ich dachte, wir wären uns einig gewesen gestern Nacht. Das sind wir auch. Ich werde mich nicht provozieren lassen. Du hast nichts verstanden. Sebastian. Ich hoffe, es ist wirklich wichtig. Nun, diese Bilder wurden heute Morgen geliefert. Ihre Mitarbeiter bemerkten, sie wünschten, dass sie aus der Firma entfernt werden sollen. Wenn Sie mir nun sagen, wo ich sie hinbringen kann, dann... Es eilt ja auch nicht. Das weiß doch jeder. Hey. Lass uns nicht streiten, ja? Es tut mir leid. Was genau tut dir leid? Du weißt es nicht mal.